Ja, hallo erstmal. Der Lügel hat jetzt vor 3 Tagen ein Video von Reuters bei sich hochgeladen und danach, also dann würde gestern auf YouTube und immer wenn Reuters Filmmaterial aus der Ukraine bringt, dann denke ich mir, da gucke ich mal genauer hin. Ihr wisst ja, wenn ihr meinen Kanal schon länger verfolgt, warum ich das mache. So. Ja, das Video, 3.6. Hören wir einfach mal rein. Eine Artillerieeinheit im Nordosten des Landes bei Kupjansk, direkt an der Front. Die russischen Stellungen sind nicht weit entfernt. Die Männer der 57. motorisierten Brigade schießen mit einer 2S1 Panzerhaubitze. 57. Brigade, motorisierte. Spitzname Nelke. Die Nachrichtenagentur Reuters hat die Soldaten besucht. Wie lange sie die Stellung halten können, ist fraglich. Es fehlt seit Monaten an Munition, so wie bei den meisten ukrainischen Einheiten. Also sprich, es geht wieder mal wie so oft darum, um Munition zu betteln. Ja. Kennen wir ja inzwischen. Hab mich schon gewundert, gar keine Nazi-Symbolik bei der Ukraine. Wenn Reuters filmt, passt gut auf. Beim Lügel. Ich mach mal auf Vollbild. Bedrohung aus der Luft. Der massive Einsatz von Drohnen macht sich bemerkbar. Ärzten an der Front zufolge stammen die meisten Verletzungen der ukrainischen Soldaten inzwischen von Drohnenangriffen. Habt das gesehen? Und dann der hier. Seinen Händen die Tattoos Rache und Hass. For the whole world. Für muss man weiter kommentieren, oder? Ganz normal, Rache und Hass als Lebenseinstellung. Zufolge stammen die meisten Verletzungen der ukrainischen Soldaten inzwischen. Habt das gesehen? Ich bin jetzt mit meiner Analyse allerdings noch nicht so ganz zufrieden, weil da ist noch so ein Ding und habe ich gedacht, ich guck mal lieber noch genauer nach. Weil ich will ja nichts hier, ne? Keine Falschnachrichten. Keine Falschinformationen verbreiten. So, und ihr seht schon, ich habe da ganz viele Tabs geöffnet. Ich habe also angefangen. Erstmal habe ich versucht, bei Reuters Material zu finden, aber die haben nichts drauf. Dann habe ich mir mal beim Spiegel den Beitrag angeguckt. Findet man eigentlich gar nichts. Würde man eigentlich, okay, weitere Informationen hier, ne? So, und dann habe ich mir gedacht, vielleicht finde ich auch ein paar Bilder von dem Typ. Hier haben wir einen Patch. Damit kann man die Leute zuordnen. Und als erstes habe ich mal nach der 57. mechanisierten Brigade der Ukraine gesucht. Findet man ja immer Bilder, aber den Patch habe ich nicht gefunden.
Das heißt, hier hat der Lügel wieder mal nur die halbe Geschichte erzählt. Mache es ja öfters. Was wir hier aber sehen, ist das Abzeichen von denen. Ah, ich denke, oh, das erinnert mich an was. So. Was ich gerne mache, ist in der englischen Wikipedia reingucken. Da haben wir das. Wurde nach dem Maidan gegründet. Hat beim Bürgerkrieg in Donbass waren die dabei. Der laut ukrainischen Medien ja russische Propaganda ist und nie stattgefunden hat. Und in unseren Medien auch ausgeblendet wird. Und unten in der Quelle kommst du dann hier auf diese Seite. Und dann habe ich mal geguckt, was ich über das Symbol hier finde. Da. Den hier kennen wir schon. Da ist er. 32. SS Freiwilligen Grenadierdivision, 30. Januar. Na? Kennen wir alles irgendwo her, oder? Ich packe euch die Links wie immer in die Beschreibung. So, das ist jetzt denen ihre Seite. Facebook. Ich bin ja schon seit über 10 Jahren nicht mehr bei Facebook. Also der Balken da unten wird nicht weggehen. Ich habe mir also mal die Seite von denen angeguckt. Und die schärfsten Bilder zeige ich euch jetzt. So, hier haben wir einen Typ vom rechten Sektor. Blut und Boden. Der erhält anscheinend eine Auszeichnung. Das war vor der russischen Invasion. Und hier haben wir noch mal das. Dieses Gruppierungsabzeichen. Ja. Nochmal. Hier SS. Also bei dem hätte ich jetzt noch gesagt, das könnte ja so eine Speerspitze mit Widerhaken sein. Aber bei dem Symbol. Ah. Ansonsten habe ich jetzt bei denen nichts weiter Verdächtiges gefunden. So. Aber hier habe ich es. Dieser Patch passt nicht zur Beschreibung. Also habe ich mir in der Übersicht mal angeguckt, wo ich den finde, und er ist einer unten drunter. Es ist die 58. motorisierte Brigade. Die sind gegründet worden 2017. Oh gut, da ist nichts weiter. Hier unten haben wir den Link zu diesen Seiten hier, Military Land. Und dann gehen wir da gleich mal drauf. Und dann sehen wir hier, ist hervorgegangen aus diesen Bataillonen oder untergliedert in diesen Bataillonen. Kenne ich da nicht so mit diesen Militärhierarchien aus, weil ich habe ja den Dienst verweigert.
Und hier ist mir auf jeden Fall mal die Farbe ins Auge gefallen. Schwarz-Rot, Blut und Boden, rechter Sektor. So, hier haben wir nochmal das Zeichen. Das ist also genau das, was der hier auf der Schulter hat. Also habe ich mir hier die angeguckt. Ich gucke ja ein bisschen genauer hin als der Lügel, weil die werden ja dafür bezahlt. Ich mache das ja freiwillig als rein als Hobby. Und dann habe ich mir den ihrer Facebook-Seite mal reingezogen. Uiuiui. Und jetzt geht's los. Ich habe euch mal die schärfsten Treffer hier. Bandera. Und wenn haben wir da, kennt ihr mal auch irgendwo die Fratze Schutschewitsch oder wie heißt. Ne? Auf jeden Fall diese ganze Nazi-Bagagen hier, die mit dem Hitler zusammen gemacht haben. Ne? Und hier haben wir auch von der UN und auch heute noch beim rechten Sektor den Dreizack mit dem Schwert in der Mitte. Möchte doch mal daran erinnern, der Dreizack ist ja eigentlich gar kein Dreizack, sondern es ist ein Falke im Sturzflug im ursprünglichen Sinne. Die Nationalisten haben dann aber einen Dreizack draus gemacht. So. Nächstes Bild, da war nochmal die Großaufnahme. Blumen hingelegt, ja, ein Gedenktag. Ja, hier, 22. Januar 2022. Haben die noch ihre Nazi-Vorfahren haben gefeiert und ihre Ideologie. Das Bild ist auch ganz interessant. 27. Februar. 22. Hier sehen wir, wie ein Ukrainer einem Russen den Dreizack auf den Bauch brennt und machen mal ein bisschen größer. Ihr seht ja auch, wie die Russen dargestellt werden. Komplett entmenschlicht, Monster. Ne? Also total russophob. Ja, noch einen anderen schlimmen Verbrecher. Das finde ich übrigens, und das habe ich auch schon in Videos angesprochen, dass ich finde es genauso schlimm, dass man in Russland so Stalin-Statuen hat und da Blumen niederlegt, weil der hat ja ach, schlimme Verbrechen begangen und begehen lassen. Eigentlich auch ein Hitler. So, und dann kommen wir zur 85. motorisierten Brigade. Das ist den ihrer Facebook-Seite. Da habe ich dann auch mal die Bilder mir reingezogen. Jetzt springe ich mal ganz nach hinten. Da haben wir die Hände unseres netten Herrn. Und hier haben wir das Tattoo und hier seht ihr schon. Okay, das sind wahrscheinlich keine SS-Runen, sondern irgendwie so Blitze, die aus diesem Auge rausfahren. Also ich will ja den Menschen da nicht verurteilen, ne? Man hat es halt nicht richtig gesehen, weil er jetzt Haare auf dem Kopf hatte. Hier sah noch mal der freundliche Herr, Hass und Rache.
Ihr stößt dann mit dem Tod an. Richtiger Sympathieträger, oder? Mit seinem Totkopf da auf der Platte. Ah, das ist 29. Mai dieses Jahr. Und das ist 4. November letztes Jahr. So, dann habe ich weitergeguckt. Hier haben wir 85. Ja, Entschuldigung, 58. motorisierte Brigade. Das Symbol hier, das kennen wir irgendwann ja, gell? Also, egal in welcher Einheit du bei der Ukraine guckst, das sind immer Nazis. Auch bei denen auf der Facebook-Seite, hier haben wir das Wappen von Galizien, was ja auch das Abzeichen von der SS-Division Galizien war. Also Lemberg. So. Ja, mal ein Freund vom rechten Sektor. 14. Januar diesen Jahres. Also unsere grünen Pazifisten, die ja angeblich gegen Nazis sind, ja, immer gegen rechts hetzen und die AfD als angebliche Nazis hinstellen. Ob sie sind oder nicht, beurteile ich immer nicht. Ich kritisiere die AfD nur fundiert. Schicken also hier die Waffen nachweislich wieder mal an Faschisten. An rechtsextreme Faschisten. Gibt ja auch linksextreme Faschisten, die nennen sich aber Antifaschisten. Haben aber auch schwarz-weiß-rot in ihrer Flagge. Oh, hier haben wir noch einen vom rechten Sektor. Also die haben ja die Wahl zwischen der ukrainischen Flagge und dieser Flagge, die sie tragen können. Und das ist halt die Ideologie vom Adolf, ne? So, dann haben wir hier eine. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Jetzt hat er halt ein paar schöne Runen da getroffen, ne? Also, CH, S, N, T, kann mir keinen Reim draus machen. Verurteile ich auch nicht, weil ich habe selber auch Runen tätowiert. Ist ja, das eine hat ja was mit Wikinger und ich komme ja aus dem Norden. Also hinterm Limes, sage ich immer. Und hat ja was mit der Kultur da oben zu tun, die mich ja auch sehr fasziniert. Ja, man, Briten. Ein Schweinehundejäger mit Amerika, Cappy, Tyson, und hier der Union Jack, auch ein weltweit bekanntes Symbol der Unterdrückung, der Versklavung, ehemaliges Imperium, bis Ende des Zweiten Weltkriegs. Ist vom 3. November 2023 das Foto. Ja, war ein. Auch von der 58. motorisierten Brigade, der macht einen Bandera-Gruß.
Das ist das Äquivalent zum Hitlergruß, ne? Ich sag nur Sylt, lieber Spiegel. Warum regt ihr euch da auf und hier nicht? Warum macht ihr Werbung dafür, diesen Faschisten Waffen zu schicken? Ja, sympathischer Kerl, oder? Wunder mich auch immer, normal sind die doch beim Militär rasiert. Aber kannst du fast immer sicher sein, wenn da einer mit dem Bart ist, dann ist er vom rechten Sektor. Ja, und dann haben wir ja noch unseren Elensky, der hat ja auch schon zweimal den Hitler groß gemacht. Und kurz nach seinem Wahlsieg ist er in den Donbass gereist und hat vor dem Freiwilligen Korps des rechten Sektors eine Rede gehalten. Und in dieser Rede hat er die Menschen des Donbass als, Zitat, Abschaum bezeichnet. Es war nie, ja, es war nie sein Anliegen, den Konflikt im Donbass zu beenden. Er ist die Sprechpuppe des rechten Sektors. Und ich meine, der Typ ist Jude und stellt sich auf die Bühne und macht einen Hitlergruß. Und sagt, ja, jetzt kommen wir ja in die EU, da können wir uns ja dann in Deutschland mal ein paar Bücher, Mein Kampf, kaufen, weil hier sind sie leider ausverkauft. Das hat er wörtlich gesagt. Habe ich euch ja auch auf meinem Kanal, könnt ihr gucken. Und dann guckt ihr euch noch das Erklärbär-Video an. Es ist nicht nur das gleiche Bild. Jo, das sind die schärfsten Bilder, die ich hier gefunden habe. Hat Reuters also doch wieder mindestens mal ein Nazi-Bataillon da besucht und interviewt und um Waffen gebettelt. Kennen wir irgendwie noch von NTV, wo die da mit dem Panzer mit dem Hakenkreuz hinten dran rumgefahren sind? Vielleicht erinnert ihr euch, habe ich ja auch auf meinem Kanal. Ja, man findet. Ich kann es nur empfehlen. Ich benutze DuckDuckGo als Suchmaschine. Man findet immer so interessante Sachen. Ja. Man findet immer. Ja, Elensky. Korrektiv. Gucken wir mal, was Korrektiv schreibt. Ach so. Ah, da unten. Ja, auf diesem Foto trägt ein ukrainischer Soldat einen Totenkopfaufnäher mit SS-Motiven. Könnt ihr euch erinnern, mein letztes Video? Einen Scheißdreck werde ich spenden. Ach so, warte mal. Bin ja noch auf dem Ding hier. Ja. Der Treffer hier, ne? Ist Korrektiv. Hier das Symbol. Könnt ihr euch noch erinnern, das letzte Video, was angeblich Hassrede war? Wo ich mal wieder einen Strike für nix bekommen habe. Von Zensurtube oder Russentube oder nennt sie wie ihr wollt. Die zensiere ja alles. War der gleiche Aufnäher, ne? Ihr Daily Telegraph, Herzensbrecher. So, ja, größtenteils richtig. Das Foto ist echt und in Isium entstanden. Der Aufnäher zeigt aber nicht denselben Totenkopf. Ne, ist. Ist der Totenkopf von der SS nur mit einem Helm auf? Sollen wir uns gerade den Spaß machen? Warte mal, ja.
Link in neuem Tab. Oh. Oder da. Ja, und dann ist er ja. Videos. Das finde mal ganz schnell. Das finde mal ganz schnell. Ja, den habt ihr auch gesehen, oder? Mit den ganzen Flaggen vom rechten Sektor. Eine Hakenkreuzflagge war auch noch dabei. Oh. Ich pack euch ja immer alles in die Beschreibung rein. Ja. Das Video empfehle ich euch. Da machen wir mal größer. Es ist nicht nur das gleiche Bild. Oh. Da haben wir ne. Da haben wir ne. До абсурда. Вот, и тогда, знаете, все получится. Я решил довести это до абсурда и написал письмо моим родственникам. Übersetzung ist nicht ganz richtig, weil die ist vom Russischen ins Englische übersetzt gewesen und ich habe sie dann vom Englischen ins Deutsche übersetzt. Kann ich mitteilen, dass ich gut lebe, soweit ich lebe. Dann wird es noch besser sein, denn es sind schon 3 Wochen her, seit ich in die Bandera-Gemeinschaft aufgenommen wurde. Das ist doch selbstverständlich. Anders kann man bei uns in der Ukraine keine Karriere machen. Allerdings muss ich Ihnen... Die Audiospur hat mir einer per Telegram zugeschickt. Ich bekomme einen kleinen Lohn, das ist aber nicht das Wichtigste. Man hat uns nämlich erlaubt, den Russen Geld und Vermögen wegzunehmen. Yeah, Enteignung. Das war auch mit den Juden möglich. Dann aber kam der Top-Bandera-Anhänger Kolomoisky und verbot das. Kolomoisky, sein Finanzier. Ich zum Beispiel lerne jetzt Englisch. Ein Oligarch, der in Israel lebt. Ja, muss man sich mal vorstellen. Israel, Juden. Und die ganzen rechtsextremen Bataillone finanziert. Azov, Aida. Dann hat er $10.000 Kopfgeld für jeden gekillten Russen ausgesetzt. Um Russisch zu vergessen. Amerikanische Söldner, die hier bei uns auf Schritt und Tritt einzutreffen sind, helfen mir dabei. Wissen Sie was? Ich habe zum zweiten Mal geheiratet. Er ist Vadik. Okay, wir sind in Europa alle schwul. Witzig. Für uns Europäer ist das normal. Heute hat unser Präsident, der allerwichtigste bei uns, Barack Obama, versprochen, dass wir bald der NATO beitreten werden. Ja, das ist der Grund für den Krieg, oder? Du Witzbold. Das ist natürlich eine Eigenschaft des amerikanischen Griechers. Wenn es möglich ist, schicken Sie mir bitte Hitlers Buch Mein Kampf. Denn bei uns wird alles heruntergemacht. Tatsächlich ist das richtig übersetzt, denn bei uns sind die Bücher ausverkauft. Ich pflege morgens auf den Balkon zu gehen und Frühgymnastik zu machen. Von meinem Herzen zur Sonne. So. Das muss ich Ihnen nicht erzählen, denn Sie wissen es selbst. Na? Spiegel, warum berichtet ihr nicht mal darüber? So, ja, das war dann also meine Analyse zum Spiegelvideo. Lügel meine ich natürlich, Entschuldigung, Lügel. Oh, ich muss mehr rauchen. Ja. Also. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Und, ja, da ist ja die Kamera. Und bitte, ne, nicht vergessen, das Video zu teilen, weil mein Kanal ist immer noch im Shadowban.
Ich habe jetzt knapp 6200 Abonnenten und meine Videos werden im Schnitt 130 Mal vorgestellt und etwa 60 bis 80 Mal geklickt. Also läuft irgendwas falsch bei YouTube. Also, vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.